Resident Evil 6. Warte mal, ja. Okay, was? Jetzt schon? Warte, was? Wait, what? Was? Eine Magnum? Er heißt Elefantenschlechter. Ja. Reden nicht lange um den heißen Brei. Ja. Entweder ist diese Story sehr viel schwieriger als man denkt, dass sie ist, oder wir sind halt einfach wirklich super scheiße. Was würdest du sagen? Oh, mal schauen. Ich kann da irgendwo jemanden. Wo bist du? Dich. Aua. Sag. Hier, ja. Du und die Wand. Küsst euch. Gut gemacht. Ich bin schneller. Haha. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass der Elektroschocker doch wesentlich OP-er ist, als ich dachte. Ja, ich muss ihn immer so voll aufladen. So. Oh, nein. Was kann ich nur? Was kann ich nur den in meiner? Da war leider. Oh. Ich schnapp ich wieder. Oh. Alter, hast du das gesehen? Nee. Warte mal. Lass mal meinen Gegner. Okay. Oh. What? Ich kann so einen Charge-Angriff machen. Oh, ja. Hier, pass auf. Okay. Boah. Sehr cool. Was zum? Hast du gemacht? Ich habe nur gesehen, wie die Erde bebt auf einmal. Ja, das ist das Resultat meines Charge-Angriffs. Die Erde bebt, weil ich da bin. Oh, dicker Freund. Oh nein, nicht der schon. Spürs. Ich glaube, hey. Wir müssen ihn nicht gehen lassen. Dann müssen wir ihn wohl überzeugen. Wow. Ja, ich würde mal sagen, wir locken dir mal an diese Dinger dran. War Gegner. Ja. Oh, das sind Gegner. Der hat schon wieder ein Kraut. Oh mein Gott, ich habe 5 grüne Kräuter. Au. Also, okay. Kannst mir ein bisschen Zeit geben, damit ich mir Kräuter mixen kann? Oh. Ja, sie machen das schon. Er rennt. Oh, hi, na? Schocki, kann nicht so machen. Hi. Entschuldige, was? Oh. Wurde ich auch getroffen? Ja, ich wurde auch getroffen. Shit. Ja, ich glaube, wir sind tot. Direkt. Nein, ich werde niemals aufgeben. Na, ich war fast beinahe wiederbelebt. Ich auch. Nein. Okay. Verflixt. Weil hier sind wir da. Oh nö. Warte mal. Moment. Mist. Ja. Boah. Na gut. Oh, jetzt hab ich die ganzen schönen Kräuter nicht mehr. Ach, die Magnum. Oder? Ja, die müssen uns ja auch wiederholen. Boah. No. Warum ist es hier überhaupt so ein riesiges Areal? Naja, irgendwie. Ach, gehen wir erstmal hoch. Ja. Sag mal das Ding rein. Hier war, glaube ich, ein Typ. Ich will nicht an der Wand da stehen, danke. Das ist meine. Hüda! So. Ah! Ah!
Hast du Magnum? Warte. Ach, da war sie. Na. Got it. Ich will so ein bisschen mit den Charge-Angriffen spielen. Alles klar. Siehst du, wie ich die wegwerfe? Ja. Als ob sie Taschentücher wären. So. Meinst du, sie sind Taschentücher? Ja. So wehen im Wind. So schön. Ja. Ja, was mit dem dicken Kloppen? Ich will mit dem hier aber noch nicht mit dem dicken Kloppen. Weil da ist doch noch einer. Hey, komm mal ab! Ja. Boah. Hau doch fast auf. Ich kann sogar auf den zuchargen. Ja, was? Wer ich den anvisiere. Muss ich mal ausprobieren. Okay. Wenn ich das nächste Mal so einen kleinen Gegner sehe, probiere ich das aus. Ja, nochmal Kisten. Oh, Kisten? Ah. Sehe niemand auf Klo irgendwie so? Nö. Keiner? Na, wir wollen ja nicht stören. Denn wir sind ja kultivierte Menschen. Was machen wir dem dann? Hätte ich auch wirklich einen Kontrollpunkt geben können, ja, an der Stelle. Ja. So, ich habe mal Abstand von dem. Ich glaube, boah, er rennt auf mich zu. Gehen lassen. Bis dann. Ich bin wohl überzeugt. Bonk. Ja, gut. Oh, hi, ne? Ah, hier ist ein Fass. Ja, ich seh's. Wo ist er denn? Ja. Da ist er. Ich will den schon töten irgendwann. Pass auf, da kommt. Hinter dir ist noch ein Fass. Ja. Boah. Sieh ihn doch an. Mensch, Jake. Komm her, Kollege. Da. Oh. Hier, Jack, kriegst du nicht. Aua, er hat mich gekriegt. Ja. Ja, wo ist noch ein Boss? Hier. Komm her, Kollege. Was zum... Warum ist einfach gerade jemand runtergefallen und gestorben? Er ist nicht nah genug, glaube ich. Ja, wir haben ja. Komm her, du Stück. Bleib liegen. Der hält immer genau davor an. Natürlich nicht. Vielleicht sollen wir mal die Treppe da hochgehen. Ja. Noch einige Fässer gewesen. Ich fühle mich da oben, glaube ich, ein bisschen sicherer. Außerdem sind hier überall Fässer, sehe ich gerade. Wo bist du? Ich bin unten. Kommt überhaupt hier hoch? Hi, na? Er hat mich im Visier. Ah, nee, er kommt hoch. Komm mal hin, Kollege. Ich hoffe, du hast meine 50 Millionen nicht vergessen. Ich rede mit meinem Boss, wenn wir das hier überleben. Ausgezeichnet. Ich muss so viele Fässer auf den explodieren lassen.
Klasse! Ich wusste, das wird noch! Oh fuck! Oh scheiße, der hat jetzt bei mir! Nein! Na, sorry, ich bin hier oben. Jetzt kommt er wieder zu mir, glaube ich. Oder? Ja. Ich hab die Treppe extra. Ja, komm hier, ich habe eine Menge Fässer. Wie der jetzt den ganzen Umweg hier geht, ey, um mich zu erreichen. Ja, du kümmerst dich um den Dicken, ich mache hier die ganz ganzen kleinen Wichser hier fertig. Und jetzt kommt er wieder runter, glaube ich. Er kann sich nicht entscheiden. Ah, nee, er ist gerade rüber gesprungen. Ja, der springt die ganze Zeit hin und her. Ich weiß nicht, ob das was bringt, gegen den, auf den zu schießen, so normalerweise. Oh, das ist ein grünes Kraut, sehe ich gerade. Ich komme runter. Oh, grünes Kraut? Ja, das ist bei mir. Er ist verwirrt. Er ist vielleicht verwirrt. Vielleicht haut er sich ja auch noch vor Verwirrung selber. Jetzt kommt er runter. Ich glaube, jetzt hat er genug. Bevor die Ecke. Aua. Was ist los, Arschloch? Bist du nervös? Ah, hier ist noch eins irgendwo. Aber ich krieg den nie angelockt. Ah. Aber ja, noch ein Stück. Da ist schon wieder ein grünes Kraut am Liegen bei mir. Schieß drauf! Ja, war aber zu weit weg. Shit, oh. Oh, nein, nein. Aber mit der Meckung da. Danke. Alter, ich los. Geht hoch, schon... tschüss. Mein Gott, hier ist schon alles kaputt, ey. Die ganzen Säulen sind alle kaputt. Wie kann dieses Gebäude überhaupt noch stehen? Ich glaube, jetzt ist er verwirrt. Naja, da folgt mir. Ah, folgte dir? Ja. Geh mal zu dem Bass hin. Ja. Er wird schon kommen. Meinst du? Der kommt schon. So, ich habe 5 grüne Kräuter. Die hatte ich auch. Dann bin ich gestorben. Ah, er kommt. Er kommt. Nee, warte, halt. Nee, warte, halt. Da bist du gestorben. Ah, nee, er. Der Granate. Ja, der wollte gerade eine Granate zücken. Boah. Jetzt wollen wir eine Granate zücken. Ja. Kann er nicht machen. Ja, was glaubt er eigentlich, wer er ist? So, Mist, diese Mission wird immer komplizierter. Aber wenigstens sind sie in Sicherheit. Wir haben noch einiges vor. Ah, oh, bist du ein Bunny? Ja! Ja! Ich hätte gerne noch ein paar Kräuter. Aber ich habe noch genug. Ich würde im Dschungel von Südamerika draufgehen. Feind hat uns umzingelt. Als ich das begriff, war mein Team schon tot. Ich hatte meine Waffe verloren. Dieser Bastard griff mich mit einem Messer an. Eine Kugel war ich ihm wohl nicht wert. Warum erzählen Sie mir das? Naja. Die Klinge ist der Schlimmste. Das ist schrecklich. Söldner wie ich können uns nicht aussuchen, wie wir sterben. So ist es eben. Tja. Noch ein grünes Kraut. Sie angeheuert, oder? Ha. Das gefällt mir gar nicht. Also, verraten Sie mir jetzt, was dieses Scheißding war und warum es mich umbringen will. Das Ding ist wie die Jabo. Eine bioorganische Waffe, die den C-Virus trägt. Er wird von einer terroristischen Organisation namens Neo Umbrella eingesetzt. Nie davon gehört. Sie wollen die Antikörper in ihrem Blut untersuchen. Dabei ist es egal, ob sie tot oder lebendig sind. Ich auch nicht. Als Söldner war ich echt besser dran. Ich werde nicht zulassen, dass ihnen was passiert. Nee, Umbrella, nie von gehört. Nur mein Blut. Ja, aber kam ein bisschen schnell. Die Welt kann es haben. Oh, rotes Kraut, endlich. Ja, toll, jetzt habe ich schon dick. Ja, hier. Ich habe 6 Tic-Tacs.
Ich wollte gerade schon so darauf hindeuten, dass da vielleicht ein Emblem ist, aber ich sehe da keins. Nee. Ab in den Behälter. Na dann, Ladies first. Wir sind ja kultivierte Menschen, nicht wahr? Ja. Schon mal eine Elektroschocke. Da ist ein Emblem. Wo ist ein Emblem? Da. Da vor dir, über die Tür. Ah, da. Mit der Magnum. Ich wollte gar nicht mit der Magnum schießen. So. Ich hab's. Ich auch. Ah, okay. Also komm. Ich kämpf nur mal so ein bisschen mit den Fäusten. Ich hab da nämlich mit. Ich hab da meinen Spaß mit. Ja. Und weg! Ich werfe dich weg! Wie ein Taschentuch. Das macht echt Spaß, als Jake zu spielen. Ja. Vor allen Dingen, weil ich halt einfach so ähnlich wie Wesker einfach so einen Charge-Angriff habe. Ja. Ja, dieser eine Angriff, wo der auf einen Zug ankam. Ja. Genau. Jetzt gebe ich diesen Zaun. Nachdem wir eine Minute warten müssen. Ja. Für eine Werbeunterbrechung. Manchmal erscheinen Updates von Resident Evil nett, wenn sie das Spiel starten. Ja, ich bezweifle es. Ja, das bezweifle ich auch. 10 Jahre alt, irgendwie so. Also das Resident Evil nett, das gibt's ja noch. Ja. Ja. Resident Evil 4, das Remake, es ist noch nicht so lange her. Ja, sie können Fähigkeitspunkte erhalten, indem sie die Söldner spielen. Boah. Ob das noch jemand spielt? Ist dieser Online-Modus? Ich glaube nicht. Und das ist dieser Modus, wo man irgendwie, weil nicht so Wellen irgendwie erledigen muss. Das habe ich in Resident Evil 5 gespielt. Das kann sein. Wir können es auch so als Wesker und so spielen. Ja. Aber da musstest du nur einen Highscore holen. Wir können später darüber nachdenken. Sherry Birkin, nationale Sicherheit. Sherry Birkin, Sie waren in Raccoon City. Also war wieder hier. Claire. Moment. Sind Sie Chris? Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Cap, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Captain, bitte Erlaubnis, den Typen den rüber wegzufetzen. Gar nichts. Nein, nichts. Ich habe es merkwürdig verlangen, einen Elektroschock auf ihn zu jagen. Oh nein. Och nein, bitte nicht das schon wieder. Ja, das schon wieder. Ich habe irgendwie Flashbacks. Hier ist Captain. Wir reden später. Jetzt suchen Sie sich sofort Deckung. Oh, dann suchen wir uns eine Deckung. Wollen nicht helfen. Helfen Sie der BSA. Natürlich. Hat er ja nicht so ein geiles Snipergewehr. Ja. Oh, warte. Da gehe ich hoch. Ich halt schaffe. Warte, Knappe. Ey, schnapp mir das. Halt. Oh. Stab in dir. Ausziehen. Reinstecken. Aus. Jetzt bin ich wieder unten. Ich hab ihn einfach runtergekickt. Ja, ich hab gesehen, wie er runtergefallen ist.
Hier, look at me! Wuhu, ich bin... Schieß das Ding an. Ich spreng auf ihn drauf, falls du was kannst. Ja, du bist weit weg. Er ist hier. Dann schock ich seine Füße. Nimm das. Ah, shit. Oh, shit. Oh, Gott. Schieß ihn an. Ich schieße ihn an. Ich habe gar nicht angeschossen. Ich glaube nicht, hat er ihn von der Außen erreicht, oder? Nee. Komm her, du Stück. Oh, oh. Ich renn. Ich renn. Pass auf. Der hat den Laster. Ah! Der hat den auf mich geworfen. Aber ich habe überlebt. Aber das wird Gott, der war voll gruselig gerade. Nur gesehen, wie das Ding irgendwie so direkt vor mir landet. Ja, ich meine, wer bekommt nicht die Gelegenheit? Fall da mal um, Kollege. Guck mal hier. Chris, jo! Da ist er rübergesprungen. Mach! Nein, Jake! Also weit. Hier kommen alle oben. Wobei der nein, hier. Und dann hier noch so. Schau ich mal um Kisten. Bist du da? Ich bin Hochseil. Ein Artist bin ich. Ich siehst du nicht mal meine Kunststücke? So, jetzt kann ich ihn eigentlich mal angreifen. Ach, es tut etwas weh. Aber jetzt tut es noch mehr weh. Aber der ist so viel Loot. Ja. So, ist er tot? Nö. Ist er tot? Oder? Nö. Nicht? Oh oh. Oh Gott. Oh oh. Au. Da komme ich mir anstatt den noch. Nein, er ist zu weit weg. Oh, er ist tot. Oh, ist er tot? Er ist tot, er ist tot. Oh Mann, das ist ja ekelhaft. Ja, überall Kisten, ne? Ja, wo sind die ganzen Kisten? Man will nur an die Fähigkeitspunkte. Ja, wir sind alle hier oben. Du warst ja die ganze Zeit hier oben. Hey, ich hab mir die Fähigkeitspunkte hier unten jetzt von dem. Ja. Oh Mann, das waren nur ein paar blöde Fähigkeitspunkte. Bisschen Munition. Noch mehr Fähigkeitspunkte, die ich nicht brauche. Ladungen noch. Angebracht. Alle sofort zurück. Oh, hi, ne? Wir haben sie auch Kisten, sehe ich gerade. Da gehen wir, glaube ich, als nächstes hin. Hui! Ich könnte glatt im Zirkus auftreten. Sehr gut. Ich bin so agil. Naja. Warte. Ich bin noch eine. Oh, du. Bonk. Bonk. Ja, du hast ihn so richtig erlegt. Wie eine richtige Frau. Also, jetzt kann ich es auch endlich wieder sagen. Oh, ich dachte, hier müssen wir rein. Wir kloppen sich hier die ganze Zeit drin. Oh fuck, der ist ausgewichen. Mein Fuß in dein Gesicht. Hier, sprich zum Fuß. What? Ja. Bringe jetzt Sprengladung an der Flagge, aber das wird einen Moment dauern. Sie
verschaffen. Haben wir es fast geschafft. Oh, da sind noch viele Leute. Zack. Zack. Okay, wir haben sich da um, wir haben sich da oben um alles gekümmert, während wir ja am Rumeiern waren. Ja. Oh. Haben die echt noch nicht genug? Ausgezeichnet. Auf der nächste. Zack. Zack. Ausgezeichnet. Ich glaube, wir sollten mal der BSAA helfen. Ja, die schaffen das schon. Die haben schon die Sprengsätze da angebracht. Oh, wunderbar. Die schaffen das ohne uns. Ladungen angebracht. Alle sofort zurück. Gute Arbeit. Ausgezeichnet. Noch ein Geschütz. Eine weitere BOW nähert sich ihrer Position. Genau die hatten wir bei Herz 2 verloren. Alpha, bereit machen zum Feuern. Oh, grünes Kraut. Nein, auf jeden Fall. Zaumner Zeugs. Also mir, Chris. Ach. Du bist nicht mein Captain. Nur noch PS. Alle Mann in den unterirdischen Gang. Feuer dauert die ganze Zeit mit seinem Sniper. So viel Money. Los auf sie! Los auf sie! Ja, Dings da oben noch auf dem Dach. Der ist nicht mehr. Die ganze Luft. Voll auch runtergefallen. War doch gar nicht auf dem Dach. Hui. Ach so. Oh, du gehörst zu uns. Sorry, ich wollte nicht auf sie schießen. Oder vielleicht wollte ich es doch. Ah, der dicke Ding ist hier. Welches dicke Ding? Wovon redest du denn da? Nummer Herz 2. Oh Gott. Pass so! Auf, ja, pass auf, der hat ein Auto. Ich hab's gerade gesehen, wie es ganz niedlich geworfen hat. Das war voll niedlich. Und da kommt auch direkt auf mich los. Ey. Lass mich auf. Ich will nicht. Ich sehe ein Waffen. Nee, das ist kein Waffensymbol. Ah, wir müssen wieder in den Untergrund, ne? Ja. Kann man auch hochklettern. Ich kann da hoch. Wir werden hier nichts. Cool. Hier ist das gewisse Nichts. Da komme ich auch mal runter. Ich auch da rein. Bin ich allein mit dem da oben spielen? Nicht? Nee. Der hat die ganze Zeit Fahrzeuge auf mich. Bin ich voll uncool. Alter! Ja, oh, war groß Kraut. Ich habe 2x6 Kräuter hier. Mein Inventar. Wer braucht denn so viel Heilung? Wo bist denn du? Wow! Ich komme! Mit dieser riesige BOW hat mich gerade gepackt. Der hat mich ganz hässlich angeguckt. Einer? Hi. Lange nicht mehr gesehen. Sprengsätze. Da und unten. Ich bringe jetzt Sprengladungen an der Flak an. Okay. Aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Chris und Pierce machen hier die ganze Mission ohne uns. Ja, irgendwie tun wir die ja machen das machen. Schon. Die machen das schon. Sniper. Sniper. Ah. Ah. Könntest du bitte nicht? Wiederhole nicht. War das noch einer? Ja, da war ich doch gerade oben, da war keiner. Ah. Warte, warte, ich hab's gleich. Das tut nur.
Das tut erst nur ein bisschen weh. Und dann tut's richtig weh. Das ist wie eine Wurzelbehandlung. Mit der BOW in der Nähe kann ich nicht arbeiten. Ah! Boah! Bring mir jetzt Sprengladung an! Du bist hier hoch. Ich hab mich verlaufen. Ladungen angebracht! Alle sofort zurück! Aber das Ding läuft dann einfach nur hier rum. Da bist du da unten. Ja, ich bin gerade. Ich bin irgendwie gesprungen. Gute Arbeit, Alpha. Aber es ist noch nicht vorbei. Echo Team kann nicht landen, bis die andere BOW erledigt ist. Wir versuchen sie aus der Luft zu setzen. Mal sehen, ob sie Schwachstellen hat. Ich bin dran am Arbeiten. Auf freigelegte Organe ziehen! Feuer frei! Oh! Oh, was? Oh, was? Die unterstützen uns ja. Das ist eine Cutscene, die wir ja gar nicht gesehen haben. Oh, der ist tot. Ah. Okay. Habe ich was verpasst? Okay, jetzt deine Fähigkeitspunkte einsammeln. Ja. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hey. Hey. Kennen wir uns? Nein. Soldaten sehen für mich alle gleich aus, Kumpel. Tut mir leid. Willst du uns verarschen? Ist schon gut. Guten Flug. Danke. Auf nach Amerika. Okay. Mr. Mueller verlangt eine Entschädigung für seine Kooperation. 50 Millionen Dollar. Ja. Ja, ich verstehe. Ich sage es ihm. Und? Sind wir im Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Das war einfach. Oh. Übrigens, der Typ, mit dem du vorhin so dicker warst. Sie meinen Chris? Ja, genau den. Was ist mit ihm? Vergiss es. Was ist los da draußen? Keine Ahnung. Musst du schon wieder weit fliegen, aber bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ich hab die Schnauze voll. Oh, SF. Oh ja, tatsächlich. Oh nein. Oh, endlich mal. Mein Inventar ist voll. Oh. Ja, wir haben einen blinden Passagier. Auch nicht der und nicht du schon wieder. Wir müssen ihn abknallen, sonst hat der uns. Nein, oh. Oh Gott, ich konnte sie nicht in Gefahr bringen. Haben Sie ein Ticket, Sir? Ja. Wenn nicht, muss ich Sie bitten, dieses Flugzeug zu. Dann springen Sie zum nächsten Heli? Wie bitte? Okay. Rüber. Ich glaub, was muss ich tun? Ich muss auf dich warten. Ich meine, du musst einfach springen. Oh. Er hat denselben Plan gehabt. Mal zum. Oh oh. Huah, huah, huah. Guck mal hier. Was zum.
Was denn? Boah. Oh. Wo ist er? Aha, warum ist so? Komm her, stirb. Warum immer ich? Können wir nicht einfach den Heli abknallen? Ja, ne? Oder sind das unsere? Das sind unsere. Aber ist doch egal. Oh. Oh. Das ist abgefahren. Sogar für mich. So geht das nicht weiter. Wir müssen die Raketen abschießen. Bloß habe ich genug das Kleingedruckte gelesen. Ja. Was? Oh, hi, da. Ich hab keine Ahnung, warum ich geschossen habe. Wow. Oh. Ja. Ich hab gar keine Zeit, hab zu drücken. Wow. Oh nein. Oh oh. Das war unser einziger Fallschirm? Ja. Meinst du, wir sind tot? Nee, wir haben es geschafft. Nice one. Rang A. Oh. Schön. Yeah, oh. Rang A! Cool. Ja, da, das war's, was für, was mit dem Auftakt der Jake Story. Ja. Nee, das war richtig cool. Ja. Und jetzt verlasse ich das Spiel. Ja. Okay, und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ja, bis dann, ey. Ciao, ciao.